grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Überlegt ihr auch manchmal, was ihr kochen sollt? So geht's uns auch. Und dann sitzen wir beieinander, mein Mann und ich, und überlegen wir. Und mein Mann kramt dann ein kleines Büchchen raus, wo er Rezepte reinklebt. Wie dieses Rezept auch aus der bunten von Witzigmann, ein Hühnchen in Zitronenkräuterpesto. Ich habe es jetzt Zitronenhühnchen genannt, schmeckt ganz lecker und ist auch nicht braucht nicht lang, aber trotzdem lang auch, weil es nämlich am Tag zuvor das Hühnchen einlegen müsst. Das müsst ihr dabei bedenken. Und wenn man da in sein Heftchen oder in sein Büchlein drin geblättert, findet man auch viele Tipps, die schneidet ihr auch aus. Und ich möchte euch nur sagen, dass die teuersten Flüge, wenn man die am Freitag bucht, sind, und die billigsten könnt ihr am Sonntag buchen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich muss jetzt das Hähnchen, ich habe jetzt da eben lauter Hähnchenschenkel, über Nacht in den Pesto einlegen. Dafür brauche ich folgende Zutaten. 4 Hähnchenschenkel, Salz, Pfeffer, eine glatte Petersilie, Rosmarinzweig, Knoblauchzehen, Dijon-Senf, Zitronensaft, Olivenöl und Weißwein. Und das bereite ich jetzt einmal zu. Die Hähnchenschenkel habe ich jetzt kalt abgewaschen und trocken getupft. Jetzt werden sie noch gesalzen und gepfeffert. Für das Zitronenpesto schneide ich die Petersilie ein bisschen kleiner. Dann zupfe die Nadel vom Rosmarin und schneide die auch ein bisschen klein. Den Knoblauch habe ich jetzt geschält und der wird auch in so kleine Würfel geschnitten. Die Kräuter und den Knoblauch habe ich jetzt in so einen Mixbecher gegeben und dazu kommt jetzt der Zitronensaft von den 2 Zitronen, ein Esslöffel Dijon-Senf, 100 ml Olivenöl, da habe ich jetzt auch ein griechisches, und Salz und Pfeffer. Und das püriere ich jetzt mit dem Pürierstab. Das ist jetzt schön püriert und da kommt noch 50 ml Weißwein dazu. Und das mixe ich jetzt auch noch ein bisschen auf. Und jetzt streiche ich meine Hühnchen gut mit der Marinade da ein. Dass überall eben das Pesto ist. Die lege ich dann in so eine Tupper-Schüssel rein. Und das Hähnchen gebe ich jetzt zugedeckt über Nacht im Kühlschrank. Also bis ich es halt morgen brauche. Und für morgen müsst ihr noch ungefähr so ein Stindl, also eine Dreiviertelstunde braucht es ungefähr im Ofen, überlegen, dass eben das nur dazu braucht. Und schwupps, schon ist heute Morgen. Die Hähnchen sind über Nacht im Kühlschrank gewesen und jetzt braucht man noch ein paar Zutaten dazu. Und zwar 4 Lorbeerblätter, 150 ml Hühnerbrühe, eine Zitrone, 100 Gramm Oliven und ein bisschen Koriandergrün. Die Hähnchenschenkel, die kommen jetzt aus dieser Marinade heraus und die trocknet man ein bisschen ab, damit ich es jetzt anbraten kann. Das Rohr habe ich jetzt auf 210 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. In die Pfanne gebe ich ungefähr 3 Esslöffel Olivenöl und da brate ich jetzt meine Hähnchenschenkel an. Mit der Hautseite nach unten, die soll jetzt schön braun werden, die Haut. Schauen doch ganz gut aus, sind schön braun geworden. Jetzt lege ich meine Lorbeerblättchen da dazu und man könnte es jetzt so wie es ist ins Rohr schieben. Ich tue es allerdings in meine Auflaufform ein, das stimmt, die schaut immer ein bisschen besser aus. Also jetzt kommt es rüber
und fahre wieder mit der Hautseite nach oben. Und da gehen wir es jetzt für eine Viertelstunde einmal ins Rohr. Auch, wie gesagt, auf 210 Grad. Da tue ich jetzt mein Fett auch drüber gießen. Die mittlere Schiene. Und in einer Viertelstunde melde ich mich wieder. Die Hähnchenschenkel waren jetzt eine Viertelstunde im Rohr. Jetzt drehe ich es einmal ein bisschen um. Und nun kommt die Marinade da drauf. Und ein bisschen was von der Brühe. Und jetzt lassen wir es wieder eine Viertelstunde darinnen braten. Die Zitrone, die schäle ich jetzt. Denn ich habe festgestellt, wenn ich sie mit der Haut zur Soße gebe, wird es ein bisschen bitter. Deswegen schäle ich hier die Haut runter. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, dass es jetzt eine Bio-Zitrone ist. Und die schäle ich so runter, die Haut, dass hier keine weißen Stellen sind. Dann schneide ich sie in Scheiben. Bei der Zitrone löse ich auch die Kerne raus. Denn die sind auch manchmal bitter, wenn man drauf beißt. Jetzt wende ich meine Schenkelchen noch einmal. Es sind also nur 15 Minuten bis zum Garende. Denn insgesamt braucht es eine Dreiviertelstunde. Weil die Haut soll ja noch ein bisschen schön braun werden oder rescher werden. Und dann kommen hier die Zitronenscheiben in die Soße und noch ein bisschen Brühe. Und in einer Viertelstunde sehen wir uns wieder. Kurz vor Schluss kommen jetzt nur die Oliven in die Soße. Von den schwarzen Oliven habe ich die Kerne rausgeschnitten. Da waren nämlich Kerne drinnen und ein bisschen Petersilie oder Koriander kommt da noch rein. Und ich habe es vorhin gerade probiert, es ist schon sehr zitronenlastig, also sehr viel Säure drin. Ich habe jetzt da ein bisschen an Zucker rein da und ein wenig Salz habe ich auch noch rein da. Und jetzt ist es gleich fertig. Und so schaut es aus, wenn es fertig ist. Mein griechisches Zitronenhähnchen. Bei mir gibt's heute da einen griechischen Salat dazu und ein Weißbrot. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!